Ja, also nachdem bei uns jetzt die strategische Ausrichtung als Gesamtlösungsanbieter klar war, da haben sich die strukturellen Änderungen eigentlich automatisch ergeben. Ja, wir wussten, wir wollten maximalen Kundennutzen generieren und deshalb sind wir dann immer gleich in das Gespräch gegangen mit unseren Kunden, um festzustellen, ja, welches Breitenwissen und welches Tiefenwissen ist jetzt am nutzbringendsten. Ja, und daraufhin haben wir dann sozusagen das Angebot ausgestaltet. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass es bei uns gar keine standardisierten Angebote gibt, weil wir immer situativ entscheiden, was für unseren Kunden am besten ist. Und wenn wir das alles gesammelt haben, dann bauen wir das cross-funktionale Team auf, was dann zur Lösung, des Problems, des Projekts oder zur Entwicklung des jeweiligen Produkts am besten geeignet ist. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Cyberportal. Das ist eine E-Learning-Plattform, die wir für eine deutsche Versicherung gebaut haben. Und anstatt da irgendwie auf fertige Lösungen zu setzen, konnten wir quasi durch unsere Kenntnisse aus den unterschiedlichen Teammitgliedern die Lösung von Grund auf perfekt an die Kundenbedürfnisse anpassen und optimieren. Das sah dann im Prinzip so aus, dass so gut wie jeder Mitarbeiter bei der Core IT da irgendwie mal dran beteiligt war und wir sogar dann über unsere Netzwerke auch langjährige externe Partner irgendwie mit ins Boot geholt haben. Es waren dann quasi so fluide Netzwerkstrukturen, wo immer jemand dazu kam, wieder weggegangen ist und immer zum richtigen Zeitpunkt seine Fähigkeiten eben einbringen konnte. Was ich dabei relativ schön finde, ist, dass wir auch zu unseren langjährigen Partnern auch tatsächlich ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und dass das dann auch immer relativ spontan, also wenn wir wirklich mal Not am Mann haben, haben wir wirklich ein verlässliches Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können, um einfach nochmal die Performance bei uns im Projekt zu steigern. Das finde ich immer, ist immer wieder ein super Erlebnis. Man lernt dabei auch einfach unglaublich viel. Damit wir übrigens in der Lage sind, das herauszufinden und auszutaxieren, was wir unserem Kunden jetzt anbieten können, ist es natürlich auch wichtig, dass wir intern ziemlich gut vernetzt sind. Also wir müssen sehr genau wissen, was zum Beispiel wir können beim IT-Service Management oder was wir auch beim Software Engineering leisten können. Und deswegen müssen sich bei uns alle Mitarbeiter extrem gut vernetzen, dass regeln wir über Meetings beispielsweise oder wir nehmen Videos auf, wo wir erzählen, was wir in den jetzigen Projekten machen. Das heißt aber auch, wer jetzt nicht in der Lage ist, quasi sich so in das Team einzubringen und auch ein bisschen aus sich rauszugehen, zu erzählen, sich auszutauschen, der würde sich wahrscheinlich bei uns auch gar nicht so wirklich wohlfühlen an der Stelle. Ja, ergänzen vielleicht dazu, wir pairen auch. Also es ist durchaus mal so, dass man mal mehrere Tage dann mit dem Kollegen aus einer, ich sag mal, fachfremden Thematik zusammenarbeitet und anschaut, wie der arbeitet, und dann nimmt man immer was für sich mit. Und wir haben ja auch völlig unterschiedliche Hintergründe. Wir waren in unterschiedlichen Kundensegmenten beziehungsweise Märkten drin, ne? Okay, der hat schon mal einen Background mit Versicherung, der hat einen Background im Finanzwesen, der hat einen Background im Energiesektor und so weiter. Und da hat er genau das und das umgesetzt, ne? Und das wird einfach über solches Pairing, über Videos, über diese Meetings, auch auf Teamausflügen wird da ganz viel drüber gesprochen, ne? Genau. Und jetzt versteht man wahrscheinlich auch, warum bei uns Führung eigentlich wenig Sinn macht in solchen fluiden Netzwerken. Wer soll da eine Führung übernehmen, ne? Also wirklich bei dem Württembergischen war das tatsächlich so, dass so im 2-3-Wochen-Rhythmus komplett das Team sich neu zusammengestellt hat. Ne, das sind auch teilweise mal einfach Schüler mit dazugekommen. Da sind Admins, die quasi Sicherheitsthemen erarbeitet haben. Die Schüler haben dann Videopräsentationen vorbereitet. Der Nächste hat es eingesprochen, hat dafür ein Rhetoriktraining gemacht. Da hatten wir auch schon ein Video dazu. Das war der Nils. Die Entwickler haben das umgesetzt. Ich habe mich als Business Analyst eingebracht und so hat sich das einfach immer wieder zusammengesetzt. Und ja, wie der Gregor sagt, es ist nicht für jeden was, ne? Also man muss Lust haben, über den Tellerrand hinauszublicken, auch mal was Neues zu probieren, auch mal mit so einer gewissen ja, Unvollständigkeit oder einer gewissen Imperfektion zu leben. Und was wir uns auch natürlich am Überlegen sind, ne, welche Strukturen eigentlich für uns intern passen. Sowohl die Gesellschaftsform, wir sind eine GmbH, ist das für uns die passende Gesellschaftsform? Oder dann aber auch, machen Abteilungen Sinn? Das sind ja eigentlich eher klassische Silos, ne? Das macht für uns natürlich keinen Sinn, ne? Und da sind wir immer wieder im regen Austausch untereinander, was für uns die beste Struktur ist, um genau so aufgestellt zu sein. Was ist der Vorteil? Logisch, ne? Wir sind wahnsinnig
agil und können schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren. Und wenn einer ausfällt, gefährdet es jetzt nicht, sagen wir mal, den Unternehmenserfolg, ne? Es ist auch nicht das Ziel, dass wir eine hundertprozentige Auslastung haben oder dass wir quasi an einer Stelle hundertprozentiges Wissen perfekt haben, sondern das Ziel ist, mit so gewissen Unfeinheiten zu leben, ne? Dass quasi nicht alles effizient sein muss, aber dafür ist es ausfallsicher. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir bei uns in der Struktur berücksichtigen. Und damit zahlen wir auch wieder auf das Ziel ein, dass wir den Mitarbeitern einen wahnsinnig sicheren Arbeitsplatz, wahnsinnig sicherer Arbeitgeber sind, weil wir einfach wahnsinnig flexibel aufgestellt sind.